Iman Samagandi und René Runge. So, die zwei We Love MMA-Veteranen, Iman Samagandi und René Runge. Fight im Weltergewicht, beide Athleten bringen das gleiche Gewicht, ca. 77 Kilogramm. René Runge ist etwas kleiner, ansonsten hier gleiche Voraussetzungen. Tänzeln, ein bisschen fintieren. Ausgucken die Lücke beim Gegner. Und sie lassen sich beide Zeit mit der ersten richtigen Aktion. Beide stehen stabil. Und die Arme oben, Deckung ist da. Runge pendelt ein bisschen mehr am Oberkörper. Eröffnet das Duell mit Schlag-Kick-Kombination. Samakandi schickt einen Kick hinterher. Beide die ersten Treffer gelandet mit ihren Low-Kicks. So, um den Gegner zu lesen. Der Windzug, der kam bis hier runter. Und jetzt aber Samakandi. War gut drin, war gut. Ans Kinn. Schön gemacht. Die hat Wirkung gezeigt. Vielleicht hätte er da den Innenfight eher vermeiden sollen, Samagandi. Man, die Rechte hat gut getroffen. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, im Striking zu bleiben. Er ist hier direkt reingegangen in den Mann. Und René Runge vor allen Dingen unten durchgegriffen. Und das ist schwierig. Das ist für Samakandi jetzt ganz schwierig, weil er seine Arme so gut wie nicht einsetzen kann. Ja, rein ringertechnisch gesehen ist es besser, die Arme unter den Armen zu haben. Der Laie denkt ja oft, das wäre ein Nachteil, aber nein. Du musst versuchen, die Arme unter die Arme des Gegners zu bekommen, seinen Schwerpunkt zu brechen, indem du nach unten greifen kannst und ihn zu Boden bringst. Hart umkämpft jetzt die Position hier am Käfig. Ja, Runge wehrt den Takedown-Versuch ab. Samakandi hatte da schon den Kopf so auf seiner Brust. Kann damit dann auch Druck machen. Jetzt greift er noch. Ja, ja, schnappt sich beide. Er muss unter den Schwerpunkt kommen, unter den Körperschwerpunkt, also unter die Gürtellinie. Versucht er so ein Single Leg, hat nämlich ein Oberschenkel komplett umschlungen. Jetzt wieder beide, jetzt greift er über auf das nächste. Runge mit guter Balance, mit guter Verteidigung. Nutzt den Käfig im Rücken, macht sich schwer. Bärenstark, auch wie er sich da hochdrückt, René Runge. Harte Ellenbogenschläge, aber Samakandi hat das riskiert, das hat er in Kauf genommen. Es war ein erster Ansatz, seinen Gegner Runge nach Boden zu bringen, aber er konnte sich ganz durchziehen. René ist schnell wieder auf die Beine gekommen. Jetzt haben wir die Situation am Käfig. Das kostet beide Kämpfer enorm viel Kraft. Da wird um jeden Zentimeter gerungen. Das sind auch schon beide so mit ihren 77 Kilo. Das sind auch ordentliche Pakete, so, was die Muskulatur mitbringt. Runge übt permanent Druck am Kopf aus. Das macht natürlich Sinn, weil am Kopf kann ich meinen Gegner kontrollieren. Ja, will immer wegschieben, immer wegdrücken. Kann mir sozusagen Luft machen und dann wieder mit Ellbogenschlägen. Zweimal hart drin, aber Samakandi marschiert. Marschiert weiter. Drückt. Ja, Samakandi hat nochmal ein Ellbogen. Und Klinke angeschlagen. Das war's. Aus. Jawohl. Ich habe es eben gerade mal angesprochen. Er hat versucht, den Kopf wegzudrücken und nicht Luft zu schaffen. Damit er Platz hat, Ellbogenschläge oder Fauststöße anzusetzen. Genau das war zu erkennen und das hat René Runge umgesetzt und dann hat sie mich eingeschlagen. Schön am Kinn getroffen, harte Treffer. Satt, die waren satt drin, mehrfach die Hände, aber vorher der Ellbogen. Der hat eigentlich schon dafür gesorgt, dass Iman Samakandi... Hier kann man es gut sehen, er macht sich Luft und dann der Ellbogenstoß. Der hat schon gut getroffen, jetzt der Ellbogenstoß. Da wackelt er schon, jetzt kommt gleich der rechte Ellenbogen rein. Linke hinterher, die rechte hinterher und jetzt wackelt Iman schon sehr. Und da kann er von Glück reden, dass die nächsten Schläge drüber pfeifen. Cihan Gökçe, gucken wir mal, ob eine Deckung möglich ist. Samakandi bringt auch so ganz leicht die linke hoch, aber dann ist nichts mehr da. Da ist keine Verteidigung. Es waren harte Treffer, die da ins Ziel gegangen sind. Puh, wieder ein Kampf vorzeitig zu Ende. High Speed MMA hier bei We Love MMA 58 auf dem Castello in Düsseldorf.
Wahnsinn, was hier da passiert. Spannende Kämpfe, alle bisher mit vorzeitigem Ende. Wow. Und der René hat immer noch gute Laune. Mit guter Laune ist er in den Käfig gekommen. Und mit noch besserer Laune wurde jetzt den Käfig verlassen. Das war ein toller Sieg. Sehr gut gemacht von ihm. Klar, dass sein Gegner Iman Samara Gandhi da natürlich enttäuscht ist. Aber das bringt der Kampfsport mit sich. Da muss man auch mit Niederlagen umgehen können. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gemäß dem inoffiziellen Protokoll von Wheel of MMA bitte ich um eine große Hand für beide Kämpfer, Iman Samara Gandhi und René Runge. Komm, da geht noch was, da geht noch was. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, das offizielle Urteil. Referee Stoppage nach 3 Minuten 34 Sekunden, erste Runde. Dadurch haben wir einen TKO und der Sieg geht an den Mann vom Gorilla Fighthouse, an René Runge. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja mal schön, wenn wir nochmal die Gelegenheit mit den Kämpfern hinterher zu sprechen. René, wie geht's dir so? Alles super. Erstmal einen riesen Dank an meine Jungs. Ihr wart geil! Unterstützung im Bank ist immer gut, nicht die Frage. Auf dem Weg in den Urlaub? Ja, sozusagen, ja. Nein, eigentlich nicht. Wir dachten uns, wir machen mal eine coole Show. Bisschen was anderes als immer diese ernste Miene. Einfach mal was anderes reinbringen. Okay, ist ein guter Plan. Dann lass es uns ein bisschen lockerer angehen. Du hast das Wort, Mensch, wer so kämpft, darf auch reden. Also, ich bin jetzt vierter Kampf hier bei Wheel of MMA. Das war mein vierter Kampf jetzt bei Wheel of MMA. Ich bin ungeschlagen. Ich würde sagen, es wird Zeit für einen Titelkampf. Also, ich kann es nicht versprechen, weil ich das Matchmaking nicht mache, aber sagen wir mal so, ich teile die Meinung und werde das bei gegebener Zeit und an gegebener Stelle mal fallen lassen, okay? Wort drauf, alles klar.